Ja, hallo ihr Lieben. Willkommen zurück zum neuen Video. Heute fahre ich mal Berliner Randwege. Also so ein bisschen Berliner Randwege. Ist keine große Tour. Sind nur 20 Kilometer, 20,4 Kilometer. Weil es ist extrem warm. Ich werde jetzt eine kleine Tour fahren. Und denke mal, heute Abend, so um 8 rum, werde ich wahrscheinlich nochmal eine Tour fahren um die 20 Kilometer. Weiß aber selber noch nicht, was für eine. Jetzt sind wir noch in Brandenburg, in der Nähe von dem Ortschaft Marulangenfelde, fahren jetzt nach Lichtenrade, Berlin. Und von dort aus dann quasi über richtig coole Feld- und Waldwege an Berlin lang, in der Nähe von Gropiusstadt und von dort aus Richtung Schönefeld wieder. Und von Schönefeld aus werde ich mich dann in Richtung nach Hause begeben. Ja, Sattel von gestern. Ich habe meinen alten Sattel wieder aufgezogen, den ich als allererstes hier rangebaut habe an dem Fahrrad. Und ja, ist jetzt nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Das Knarren und Knacksen im Lenkrad ist weg. Jedenfalls auch in der Federsattelstütze. Da quietscht und knarrt nichts mehr. Habe ich schön ein bisschen gefettet. Und jetzt ist das alles wieder richtig schön. Ich werde auf jeden Fall mal ausprobieren, ob es jetzt, ich werde wahrscheinlich heute oder morgen nochmal Fahrrad waschen. Ich werde auch nochmal Wasser auf diese bestimmten Stellen tun. Und werde schauen, ob es dann immer noch so ist. Weil jetzt zum Beispiel Thema Lenker hier oben. Hier war wirklich nichts an Fett dran, gar nichts. Es war pur trocken. Und ich denke mal, weil durch die Hitze und alles und na, Metall arbeitet bei Wärme und Kälte, wird das Knacken entstanden sein. Aber jetzt ist da halt ein bisschen Schmiere dran. Und da kann eigentlich nichts mehr passieren, wenn da jetzt Wasser raufkommt. Aber da teste ich auf jeden Fall mal. Und ja. Ich fahre jetzt noch gemütlich hier den Weg lang an, was ist das hier, auf jeden Fall auch eine Straße, die zur B96A führt. Und jetzt in die Richtung wir fahren, nach Lichtenrade. Und da sehen wir uns gleich wieder. So. Wo fahre ich denn? Wow, hier geht's ab. Ich glaube, ich fahre gerade falsch, oder? Ich fahre neben dem Weg. Okay, den sollte aber auch da ankommen, wo ich hin will. Ja, passt. Toller Weg, ich mag sowas. Das ist doch der ultimative Test, ob noch irgendwas knarrt, knackst oder quietscht. Was auf jeden Fall noch ein bisschen quietscht, sind meine Satteltaschen. Das sind echt gute Satteltaschen. Und da sind so eine quasi so eine Adapter, die man zwischen diese Klemmen macht, wenn man halt kleinere Stangen oder sowas hat an den Seiten. Und da ist, die sind so, das ist wie Hartgummi, kann man sagen. Und die quietschen halt ein bisschen. Bei Hitze, wenn es kühl ist, nicht. Aber Hitze quietschen die. Oh, ich mag das, ne? Wenn du so im Wald fährst, ist es nicht extrem warm und es riecht extrem geil nach Holz. Ich liebe den Geruch von Holz. Wisst ihr, wie schön das ist? Dass mein Lenkrad nicht mehr knackt. Jetzt stört mich die Klinge. Die Klinge hat hier oben so ein komisches Metallplättchen und das knappert.
Das heißt, ich werde auch eine neue Klingel brauchen, weil da kann man irgendwie nicht festschrauben oder... Man könnte sich ja über vieles aufregen, aber ich mag das halt einfach nicht, weil man mit dem Fahrrad fährt und da quietscht und knarrt und knistert und das muss nicht sein, ich will das nicht. Die Federsattelstütze ist jetzt schön ruhig, das Lenkrad ist schön ruhig, jetzt nervt mich die Klingel. Gucken, ob ich unterwegs noch an einem Fahrradladen vorbeikomme. Ich würde mir nämlich sehr gerne ein paar Fahrradhandschuhe kaufen. Ich habe Fahrradhandschuhe. Aber leider nur lange. Und ich hätte gerne welche, wo die Finger frei sind. Weil diese Fahrradhandschuhe, die ich habe, die sind gut. Aber auch der einmal was für die frischeren Temperaturen. Komm, ich fahre mal mit Eco. Weil das ist hier leicht ein bisschen bergab geht, muss ich nicht mehr Tour fahren. Da eben am Anfang war Tour besser. Wenn ich jetzt richtig Bock hätte und heizen wollen würde, könnte ich auch MTB fahren. Aber nur. Eco reicht da voll aus, wir fahren mit 18 km/h lang. Ach, ich mag sowas, ne? Und das geht jetzt die ganze Zeit so. Schön. Der Weg hier ist schön. Man kann sich hier entscheiden, ob man ein bisschen Waldweg fahren will oder hier den Fahrradweg. Finde ich richtig gut. Der Weg hier auf meiner rechten, der bleibt auch fast jetzt bis zum Ende hier durchgehend da. Also man kann sich wirklich entscheiden, ob man hier gemütlich Asphalt fahren will oder halt rechts ein bisschen mit dem Mountainbike lang cruisen will. Sprünge und sowas sind da auf jeden Fall nicht, wie ich sehen kann, aber ja, mit dem Mountainbike kann man sich das mal geben. Ich könnte jetzt auch lang fahren, aber ich weiß, später kommen noch ein paar so eine Wege da, wo sie sowieso lang fahren. Da passt das so. So, wir überqueren jetzt hier gleich eine Straße, die von Lichtenrade nach Großzieten, glaube ich, geht. Da kommt ein ganz großes Stück. Sandweg. Und dann kommt man tatsächlich an einen richtig coolen Weg. Jetzt warten, da kommen Autos. Da wir in Berlin sind, wird wahrscheinlich keiner anhalten. Es gibt wirklich Ausnahmen in Berlin. Es gibt wirklich oft Autofahrer, die anhalten, wenn man rüber will. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Sehr weicher Sand, aber es geht. Mit doch noch dünneren Reifen könntest du hier nicht fahren. Frisch gemähter Rasen, das mag ich auch. Das riecht lecker. Also jetzt nicht zum Verspeisen lecker, sondern zum Riechen lecker. Wisst ihr, was ich euch noch gar nicht erzählt habe? Und zwar, wie ich zum E-Bike gekommen bin. Ich wusste, dass es E-Bikes gibt, beziehungsweise Pedelecs. Ja, E-Bikes sind da eigentlich, ja, viele machen ja einen Fehler. Ne? Also das, was ich fahre, ist definitiv ein Pedelec.
E-Bike ist quasi, ne, für die Profis hinter euch, das Fahrrad, wo man quasi ohne Unterstützung, also quasi, ich kann Pedelec, Pedelec ist quasi eine Unterstützung, wenn man tritt. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwo Gas geben oder einen Hebel betätigen und fahre. Sollte das der Fall sein, dass man ohne zu treten Gas geben kann, das ist quasi ein E-Bike, muss dementsprechend, glaube ich, versichert werden. Man braucht, wenn es über 25 km/h fährt, ein Nummernschild. Man darf auch auf jeden Fall auch nicht mehr Fahrradwegen fahren und. Dadurch, dass ich ein Pedelec fahre, ist das wie ein Fahrrad und kann ja überall so wie auch fahrradfahrenmäßig fahren. Ich wollte schon länger eins haben, habe also sehr, sehr lange darüber überlegt. Und ich bin so ein Typ, wenn ich mir was kaufen möchte, dann benutze ich YouTube. Bin bei YouTube auf mehrere YouTuber gestoßen. Einer hat mir da besonders gut gefallen. Grüße gehen raus an Matze. Ich sage jetzt nicht, wie er bei YouTube heißt, weil ich nicht weiß, ob er das möchte. Deswegen Grüße gehen an Matze raus. Der hat mir auf jeden Fall, also das Schauen seiner Videos habe ich auf jeden Fall richtig Lust bekommen. Ich habe ja lange überlegt, was holst du dir? Holst du dir auch ein Mountainbike? Holst du dir ein Cityrad? Ich glaube, hier mit dem Pedelec von Bulls. Ich habe ja quasi alles. Habe hier quasi alles dabei. Da war gerade so ein Tier, ich war erschrocken. Und der hat mich angeklaut. Mein Pedelec, was ich hier habe, hast du alles dabei. Ich kann halt super als Citybike nutzen. Es ist Mountainbike-mäßig angelehnt. Es hat eine super Luftfederung vorne. Federsattelschutz habe ich mir nachträglich noch geholt, die war nicht dabei. Ja, es ist halt einfach so ein Allrounder. Das finde ich gut. Der Matze, wo ich jetzt die Videos immer geschaut habe, der fährt ja mehr Profete und ist der Marke treu. Ich habe mir die auch angeschaut. Aber ihr kennt das, ne? Man ist irgendwo beim Fahrradhändler seines Vertrauens. Ich war da zum Beispiel bei Stadler gewesen. Ich habe mich da umgeschaut und ich habe dieses Fahrrad gesehen. Und ja, war so Liebe auf den ersten Blick. Ich fand das optisch toll. Ich bin da gefahren. Es hat einfach gepasst. Und war Sonderangebot. Normalerweise würde es 3.400 Euro kosten. Aber da Stadler irgendwie eine extrem große Rabattaktion hatte, kam es dann halt bloß knappe 3.000. Und ja, ich bereue es auf jeden Fall nicht. Ich habe das Fahrrad jetzt, das Pedelec habe ich jetzt seit ein bisschen mehr als einem Monat, also knapp anderthalb Monate. Und habe meine 1.000 Kilometer fast voll. Ich fahre immer so oft ich kann, nach der Arbeit, vor der Arbeit, wenn ich frei habe. Mir macht das Spaß, ich mache das gerne. Und da, und euch nehme ich ja jetzt auch mit. Meine Community ist zwar ein bisschen mehr auf Zocken abgelegt, aber ich werde ja auch nicht jünger, sondern älter. Und ich habe momentan mehr Bock auf Fahrradfahren, als vorm PC zu sitzen und ein bisschen zu zocken. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft, ich habe jetzt momentan die GoPro Hero 3 Plus, ich werde mir in Zukunft definitiv die Hero 7 kaufen, weil ich nämlich vorhabe, das Ganze auch auf Twitch live zu streamen, weil ich das sowieso mache, auf Twitch live streamen. Aber wenn man so unterwegs mit dem Fahrrad ist, macht das bestimmt auf jeden Fall richtig Bock. Deswegen wird in der Zukunft irgendwann das Ganze auch im Live-Format kommen, da habe ich richtig Bock drauf. Aber mal gucken, das ist auch immer eine Kostenfrage. Die GoPro Hero 7 ist nicht gerade billig. Und ich bin immer so einer, brauchst du das wirklich, willst du das wirklich machen? Überlegte erst genau drüber nach, ob ich das möchte oder nicht möchte. Aber ich denke mal schon. So, jetzt kommen wir hier gleich zu einem richtig schönen Radweg. Oh,
schön. Das ist so ein Kiesweg. Hier kann man richtig schön fahren. Da gefällt mir richtig. Und nach dem kleinen Stücke kommt auch gleich links schön nochmal eine, so eine Pferde-Ranch, wo man Pferde sehen kann. Mal gucken, vielleicht sehen wir gleich welche. Riechen tue ich sie schon. Ab hier ist der Weg gepflastert. Ah, hier rechts ist auch schon Pferde. Okay. Hier ist ein Splittweg. Also alles dabei. Kiesweg, gepflastert, Splittweg. Im Hintergrund sieht man die Skyline von Buko. Also quasi da hinten irgendwo sind die Gropius-Passagen. Es gibt noch eine andere Tour, die ich hier immer fahre. Die geht direkt an den Gropius-Passagen lang. Aber jetzt um die Uhrzeit will ich da nicht lang. Einfach zu viele Leute, zu viel Trubel, zu viele Autos. Und ich bin jetzt nicht so der Fahrer, der gerne um solche Uhrzeiten in der Stadt rumgrüßt. Ich fahre da gerne nachts lang. Beziehungsweise an den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden. Da ist das richtig toll. Weil das ist nicht so voll. Hier ist ein geteerter Weg. Und hier links sind Pferde, aber man sieht die irgendwie nicht. Na gut. Wir wissen alle, wie Pferde aussehen. Aber es ist schön hier. Weißt du, würde ich sagen, die Berliner Randwege sind einfach, ich mag Rand-Berlin. Man ist schnell in der Stadt, man hat hier aber seine Ruhe. Ist ja nur ein Dödelkopf mit dem Fahrrad vorbei und quatscht in der Kamera. Ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich angefangen hätte mit dem E-Bike fahren, dann hätte ich Stellen noch nicht gefunden, was ich jetzt alles erlebt habe in anderthalb Monaten, beziehungsweise besser gesagt gesehen habe. Das ist so die Bestätigung. Und der Grund, der mir sagt, gut, dass du dir das Fahrrad gekauft hast, beziehungsweise das Pedelec. Meine Söhne sind ja alles Neubauten. Das sieht zwar jedes Haus gleich aus, aber es sind schöne Häuser, muss ich sagen. Gefällt mir. Wir müssen hier links. Ja, da ist mit dieser Luftfeder vorne, über der Federsattelstütze, ist das ein Traum. Also Luftfederung finde ich persönlich angenehmer als so eine Federung. Allein schon, weil du das regulieren kannst, da hast du ja quasi ein Autoventil hier links, wo ich die Luft reinmachen kann. Und die Einstellung, die ich da jetzt habe, ich mag das. Ich kann das ausschalten. Dann ist gar keine Federung mehr. Kann nur ein bisschen machen. Ist nur ein bisschen. Kannst komplett aufmachen und dann federt das super. Finde ich cool, finde ich genial, finde ich Hammer. Weiß nicht, ob es auch hydraulische Federung gibt für Fahrräder, keine Ahnung, aber ich mag das, ich finde die gut. So. Also ich mag ja behaupten, dass Berlin nicht so die krasse Fahrrad, also wo man, also
versuche mir mal so, habe ich immer so schwer mal erklären. Also ich habe viele Videos geschaut mit den Alpen und Trails und hier und da und 5000 Kilometer mit Fahrradwege und ich hätte nicht gedacht, dass es in Berlin auch so viele Möglichkeiten gibt, mit dem Fahrrad zu fahren. Hätte ich echt niemals gedacht. Hier bauen sie eine Straße. Aber hier sind jetzt auch super Wege. Alle asphaltiert. Nachher kommen wir noch an einem kleinen Teich vorbei oder Tümpel. Da halten wir mal kurz an. Wir machen ein kleines Päuschen. Dann werde ich gucken, ob ich noch irgendwo was zum Mittag bekomme. Ich hatte nämlich Hunger, aber ich denke mal, hier werden wir bestimmt irgendwo was kriegen. Notfalls fahre ich dahin, wo ich es kenne. Wie bin ich denn hier letztes Mal gefahren? Davor, da zurück, dahin? Okay, ich hätte doch da gerade ausfahren können. Aber irgendwo muss das gleich links gehen. Einmal hier. Die nächste links. Ich mag die App, die ich habe. Ich habe die App Bike Map. Echt gut. Ich habe mir selber auch schon viele Routen zusammengestellt. Gefällt mir sehr. Ich finde es auch krass, dass da solche Wege drauf sind. Und Beine hochnehmen, Brennnesseln. Hast du Brennnesseln? Die brennen. Doch, ich bin richtig. So, auf einmal kommst du hier bei sowas raus, ne? Schön. Hier ist ein Tennisclub links. So, hübsch, schön, gefällt mir. Hat jetzt einen kleinen Abstecher. Mal was essen. Das heißt, ich fahre jetzt Umweg und wir fahren nicht an den Tümpel vorbei. Aber dafür habe ich was Besseres für euch. Und zwar den Dörferblick. Da fahren wir jetzt auch. Von da oben. Wir gönnen uns mal. Wir haben noch mehr als genug Akku. Wir fahren ja mal mit Turbo hoch. Und von da oben hat man eine super Aussicht auf alle Ortschaften hier ringsrum und auf den Berliner Flughafen. Schönefeld natürlich. Der Hintern tut mir auch ein bisschen weh. Der Sattel ist nicht für lange Touren gemacht. Aber ich habe mir schon einen neuen bestellt. Diesmal für 90 Euro. Ich hoffe, 90 Euro verpasst er mal. Manchmal sagt man ja, dass so mehr das Ding kostet, desto besser ist das. Hat halt mir bei dem 50 Euro Sattel auch schon gedacht. Und das war nicht so der Fall. Also mit Turbo fahre ich hier schön im fünften Gang easy hoch, 22 km/h. Zieht das wirklich Akku, aber ich habe jetzt vielleicht noch von hier aus den 11-12 Kilometer nach Hause.
Dann schaffe ich 20 machen. Schon fast zu schnell. Nur Gang hochsteigen. Fährst du einfach mal 25 km/h am Berg hoch. Also dieser Dörferblick ist ein Müllberg. Als ich ganz klein war, war das auch schon ein Müllberg und das war so, dass man hier hoch konnte. Das ist quasi alles aufgehäufter Müll hier. Was halt im Laufe der Jahre zu dem hier geworden ist, was das jetzt ist. Der Dörferblick. Mal gucken, was da oben jetzt los ist. Da viele Leute sind. Unten standen auf jeden Fall Autos. Ist das warm hier oben? Alter Falter. Ja, man sieht da was. Überall Dörfer. Ein Flughafen. Ist halt warm geworden. Wenn man fährt, merkt man halt gar nicht so, weil man in Bewegung ist. Aber jetzt gerade, so lange bleibe ich jetzt nicht. Ich trinke jetzt einen Schluck und fahre wieder runter. Ich mag so eine Momente eigentlich, aber das ist mir zu warm. Und die chillen nur kurz ein paar Minuten. So, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Route abgeht, die wilde Tour. Bergab ist schön, ich mag bergab. Davon, wenn man einen anderen Weg fahren will. Also den gleichen Weg wieder runterfahren können, aber nein. Ich muss ja einen anderen fahren wollen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da unten bin. Da wollt ihr sehen, wie ich mich hier so runterquäle. Wage ich's, fahre ich. So.
Wir sehen uns gleich nicht. Bezahlt. Hier links sind auch immer überall Pferdehöfe. Hier nach rechts geht auch noch mal auch ein schön beliebter Fahrradweg lang. Sieht man, da kommen auch Fahrradfahrer gleich. Links von uns Schönefeld, rechts von uns Grossiten, hinter uns Rudo und vor uns. Keine Ahnung. Aber da fahren wir mal hin. Ich hätte auch hier links fahren können, aber interessiert mich. Ah, ich weiß jetzt wo lang. Hier hinten ist das Klärwerk von Schönefeld. Also hier hinten rechts. Okay, na hier hinten kann ich auch lang fahren. Im nächsten Ort links und dann kann ich von da aus nach Hause radeln. Links von uns sind überall große Hallen von der Deutschen Post, DAXA. Hier ist glaube ich so eine Art Kompostanlage, wo du dein Grünzeug hinbringen kannst. Ja, überall Mulch und sowas liegt da. Hier links sind Pferde. Seht ihr jetzt aber nicht. Lol, und Ochsen. Ah, zwei Ochsen. Cool. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich beende das hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn wir den Tümpel nicht gesehen haben. Es ist arschwarm. Ich fahre jetzt nach Hause. Werde jetzt schön kalt duschen. Und werde mich aufs Sofa setzen. Und dann werde ich heute Abend nochmal eine Tour fahren. Aber ich denke mal, die fahre ich alleine. Ich weiß es nicht, entscheide spontan. Vielleicht mache ich doch die Cam an. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Aber so, erstmal macht's gut, Leute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und ein angenehmes Wochenende. Ne? Haut rein!